Gut, dann werden wir uns jetzt mal damit beschäftigen, warum sterben wir eigentlich immer? Also, das ist die Frage, die wir versuchen zu klären. Ich habe jetzt noch einen Quest, den habe ich ja jetzt erledigt. Ich muss hier in den Turm. Macht es Sinn, dass ich jetzt hier runtergehe? Ich bin gestorben. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht machen wir wirklich jetzt hier tatsächlich es so, dass wir einfach jetzt mal zum Turm gehen. Nicht mal hier in den Salon. Mal gucken, was da so. Oh oh! Ja, du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Mann! Oh, Scheiße. Also erstmal total zerschossen, geschlagen. Ich blute auch noch, sehe ich gerade. Es ist ja 4. Es ist ja total zum Kotzen. Dann kommt diese Tussi da raus. Ist die noch aggro? Ja oder ja? Schaut nicht so aus. Also, ich weiß ja auch nicht, aber irgendwie habe ich doch denen dann jetzt noch 4, 5, 6 Mal eine auf die Mütze gegeben. Ist das notwendig? Muss das sein? Das heißt, wenn ich sie unentdeckt aufwende, dann lassen sie sich mit einem Schuss umnieten und ich sie vielleicht dann noch sogar treffe. Aber sobald sie aggro sind, brauche ich doppelte, dreifache, vierfache Menge. Does this make sense? Your end is nine. Oh oh. Oh shit! Oi, habe ich sie getroffen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, sie hat mich getroffen. For the wicked. Unentdeckt schleichen ist etwas schwieriger. Na dann. Bedeutet, ich habe jetzt hier nicht nur die maximale Ausdauer ist 50% verringert, sondern auch noch so, mach mehr Lärm beim Schleichen. Ja, und das ohne Loot. Ja, also wenn ich wenigstens was gelootet hätte, was ich jetzt da abgeben könnte. Beim Johnny. Insofern. Aber ich will es jetzt wissen. Also, ja, also meine Ausdauer ist ja unter aller Sau. Ich glaube, man sollte Feuer mit Feuer bekämpfen. Da ist denn da jetzt eine unten und eine oben? Oder ist da eine Treppe? Jetzt habe ich die 5 Sekunden verbraucht. Oh, da ist ein. Da ist so einer, dem könnte ich natürlich wieder gut mit dem eins auf die Mütze geben. Get back to hell. Und hier sind noch 2. Aua! Au, 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 au. Ah, Feuer mit Feuer, das heißt. Sekunden sind rum. Okay. Also mit den 5 Sekunden, das ist, glaube ich, ganz funktionabel. Aber trotzdem alles immer noch zu knapp, finde ich. Finde ich.
Oh. Ja, es ist schwer zu unterscheiden, was darf ich looten, was nicht. Besteck. Mein Pfeil. Ah, kaputt. Dich doch gebraucht. Can always do with some more bullets. Ja, Bullets. Bullets sind gut. Hier sind Bullets. Ammo. Oh, noch mehr Ammo. Ofen. Da liegt ein Löffel. Okay, hier in der Kiste war ich schon, bzw. war nichts. Das heißt jetzt hier noch nach oben. Ach, da komme ich nur hier über das Dach. Vermute mal, hier oben gibt es. Ups. Hier oben gibt es jetzt niemanden mehr, oder? Das hintere Haus muss ich noch. Let's put these to good use. Ja, also Ammo gibt es hier viel. Was es nicht gibt, ist ja mal ein Pfeil, oder? Also, dass man so ein Pfeil so rumlegt oder so. Oder so ein Pfeil. Das gibt es ja gar nicht. Schade eigentlich. Und wenn ich jetzt gerade dabei bin, dann machen wir das hintere Haus auch noch. Ist auch verbrannt. Totally empty. Wenn ich jetzt gerade dabei bin, machen wir das Haus auch noch. Kann man anscheinend auch nach oben gehen. Wird wohl auch notwendig sein, weil hier unten ist nichts. Also nach oben gehen ist, da oben ist Money. Ja. Gott sei Dank. Gäbe es da noch ein Haus. Aber ich wollte ja eigentlich hier den ersten Stock. Die ist mir nach, oder? Die da oben war. Die ist jetzt nicht mehr da, oder? Weil dann haben wir da eigentlich alles soweit erledigt. Fleischchen, das ist immer gut. Und dann. Oh! Das hat es jetzt beinahe wieder nicht erkannt. Da habe ich noch einen weiteren Fehlschuss. Ah, schwierig. Was kann man looten, was nicht? Ammo. Ammo kann man looten. Gut, dann sind wir jetzt hier durch. Und dann könnten wir rein theoretisch. Ne, hinten haben wir noch nicht geschaut, dass es hier noch so Leckeres gibt. Gibt es zumindest Leichen. Und Ammo. Und ein Silberdingsi. Und noch ein Messerchen. Und ein Rebensaft. Was ist denn ein Rebensaft? Verringert den Schaden durch ätherische Gegner. Lecker. Roter Hengst. Roter Hengst. Nahkampfangriffe schneller. You can never have too much of those. Gold, honey. Never have too much of those. Hier ist auch nochmal ein Raum, wo wir nicht waren. Muni. Lute, 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 Lute. Muni. Nicht genügend Platz im Inventar. Gut, wir kannten mir, wir hätten mir, wir könnten mir jetzt hier. Können wir noch? Hm, schaut schlecht aus. Schaut da gar nicht mal so gut aus.
Hat das irgendeine Idee, wie man hier möglichst effizient und effektiv und überhaupt. Okay. Aber jetzt sind wir tatsächlich completo tutto. Oh, Klavier spielen? Jetzt locke ich irgendwie jemanden an, oder damit? Nicht. Da liegt noch einer mit einem Pfeil im Kopf. Can always do with some more bullets. Ich muss ja zum Turm. Aber ich sollte nicht zum Turm gehen. Because. Ich bin ja so voller Zeugs. At the Inventar. Dass ich tatsächlich mal mein Inventar ein bisschen leeren sollte. Und klar ist. There's something odd about. Du musst mir was abnehmen, nämlich den Silberding sie hier. Die Pistole, wenn sie leer ist. Das Silberding sie hier. Das Silberding sie hier. Und das Silberding sie hier. Und das Silberding sie hier. Und das Silberding sie hier. Die Zähnchen. Den Rest würde ich eigentlich behalten wollen, oder? Ja. Dann können wir da in die Kiste noch ein paar Sachen aufnehmen. Ah ne, die rostige Schrotflinte, die muss ich ihm auch noch verkaufen. Nur einfach damit. You're back. Ich bin back, ja, ja. Die rostige kriegst du noch. Ja. Und dann kann ich hier irgendwie das nach da schieben und das nach da. Das nach da. Heilfläschchen. Hier haben wir jede Menge andere Fläschchen. Die ich nicht einsetzen will, weil ich nicht weiß wie. Und ich habe aber dann das Gefühl, dass ich es vergeude. Das will ich einfach nicht. Gut, dann. Sind wir eigentlich so weit, dass wir uns echt überlegen könnten, was wir als nächstes machen.